Scheiße, was machen wir denn dann? Wie kommen wir an diesen Schlüssel? Kümmern Sie sich um. Ist vielleicht irgendwas hier auf dem Friedhof noch, was uns dabei helfen kann? Hier wurde ein Licht angezündet. Das war, glaube ich, vorher noch nicht da. Bin mir ziemlich sicher. Hier können wir nichts machen. Gehen wir also wieder zurück. Vielleicht... Oh, wir können in die Kanalisation. Oh. Dies ist der einzig... Ich habe keine Waffe. Ist hier vielleicht noch etwas? Ich muss ruhig sein, sonst werde ich ertappt. Dieses Mal hätte ich keine Erklärung. Nee, die hättest du wirklich nicht. Aber was sollen wir denn hier? Glück gehabt. Hier ist niemand. Das muss ich ausnutzen, bevor jemand kommt. Ah, er will in den Heizraum. In den Kesselraum und den Schlüssel stehlen. Wie komme ich nur an die Schlüssel zu dieser Kapelle? Ich sehe mich hier mal um. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Wir müssen irgendetwas hier anrichten. Hier ist der Tisch. Vielleicht ist da der Schlüssel drin. Ich sehe nichts, was von Nutzen wäre. Bist du dir sicher? Okay, offenbar ist er sich sicher. Hier ist ein Lappen. Vielleicht können wir da irgendwie Chloroform oder so ranmachen. Hier ist ein Ventil. Können wir da was reinschmeißen? Den sollte ich zuerst anfeuchten. Und wo? Oh, der Schrank. Schade, keine Schlüssel. Bloß ein paar alte Gummistiefel. Persönliche Sachen vom Heizer. Ich lasse alles so, wie es ist. Na gut. Sicher? Vielleicht können wir die gebrauchen. Der macht immer so seine Yoga-Posen, ey. Was machen wir denn jetzt mit den Gummistiefeln? Vielleicht können wir die Gummistiefel in den Kessel werfen. Offenbar keine allzu gute Idee. Die sind doppelt so groß wie meine Füße. Wir müssen den Lappen anfeuchten. Und das können wir vermutlich nur in der Eingangshalle. Da haben wir doch diesen Brunnen. Hier ist allerdings auch einer. Oder ist kein Wasser dran? Probieren wir das trotzdem mal. Dr. Smith ist ja gerade Gott sei Dank weg. Also nochmal den Lappen anfeuchten. Dieser Trick hat ja schon mal funktioniert. Sehr gut. Und jetzt wieder zurück. Meine Güte, da muss man aber Umwege gehen hier. Interessant, dass man auch von den anderen Insassen überhaupt nichts hört. So, jetzt schmeißen wir den Lappen da rein. Oder die Gummistiefel. Das müsste Aufmerksamkeit erregen. Jetzt muss ich mich beeilen. Oh Mann.
schnell zurück. Und dann gucken, ob wir irgendwie an den Schlüssel kommen. Vielleicht habe ich es mit den Stiefeln ein bisschen übertrieben. Hoffentlich ist nicht zu viel Rauch ins Gebäude gelangt. Das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Da drin kann man jetzt kaum atmen. Es wird eine Weile dauern, bis der Kesselraum richtig gelüftet ist. Oh, der Schlüssel steckt. Perfekt. Er hat die Schlüssel im Schloss stecken lassen. Ich leih sie mir aus. Aber Samuel, das konntest du unmöglich wissen. Das heißt, du hast hier ziemlich viel Glück. Wir sind echt kriminell, ey. Wahnsinn. Schnell die Kapelle betreten. James' Leiche. Ich brauche ein paar Haare, die ich mit der Probe vergleichen kann, die Herman in der Hand hielt. Ich brauche etwas, um ein paar Haare abzuschneiden. Ich möchte ihn nicht mit meinen Händen berühren. Na, das wäre wirklich eher unklug. Aber womit können wir das machen? Wir haben nichts. Scherben. Zerbrochenes Glas. Wir schneiden damit Haare ab. Okay, so hat es funktioniert. Wo könnte ich sie näher betrachten? Tja, vielleicht. Ich gehe zurück zur Leichenhalle und benutze Hermans Mikroskop. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Denn ansonsten können wir das wohl nicht genauer untersuchen. Die Leiche ist mittlerweile weg. Die Tür offenbar immer noch offen. Aber vergleichen wir mal die Haare unter dem Mikroskop. Es ist richtig eingestellt. Ich kann es verwenden. Dann verwenden wir es mal. Es ist richtig. Ah, ich muss die Haare vergleichen. Haare des Mörders. Und das Haar von James. Die Proben sind unterschiedlich. Das kann sogar ich erkennen. Es war nicht James, der Herman getötet hat. Aber wer war es dann? Wer hat sonst schwarze Haare? Morris. Aber warum sollte... Moment mal. Ich meine, wir haben ihn ja schon mal verdächtigt. Und irgendwie wirkte das mit Henry schon wie ein viel zu großer Zufall. Aber die Frage ist natürlich trotzdem. Was hat denn Morris mit dem Familienfluch zu tun? Diese arme Seele. Finden wir Morris hier überhaupt? Morris ist nicht da. Wo könnte er sein? Da ist ein Brief. Ein Brief? Seltsame Dinge passieren hier in letzter Zeit. Alles fing vor ein paar Tagen an, nach der Beerdigung vom alten Mr. Gordon, als sein Erbe Samuel nach der Beerdigung vom alten Mr. Gordon, als sein Erbe Samuel zum Schloss zurückkehrte. Ich habe immer noch keine Ahnung, was hier vor sich geht. Aber bis diese Zeilen gefunden werden, bin ich schon weit weg. Ich habe das Gefühl, dieser Inspektor will mir Henrys Mord anhängen. Also will ich hier nicht rumhängen. Ich haue ab, solange ich noch kann. Behalten Sie ruhig meinen letzten Monatslohn und machen Sie sich nicht die Mühe, nach mir zu suchen. Ich komme nicht wieder. Morris. Morris ist weggelaufen. Ich wusste, dass ihm nicht zu trauen ist. Und wenn er der Mörder ist? Naja, dann hat er sich jetzt aus dem Staub gemacht und wir haben keine Ahnung, wo er ist. Vielleicht hat er Lunte gerochen. Aber wie kommen wir denn jetzt an Haar von ihm?
Seine Mütze. Morris Mütze. Da müsste doch hart dran sein. Oder nicht? Ich habe Haare gefunden. Ich sollte sie mir näher ansehen. Vielleicht passen sie zu denen, die Herman in der Hand hielt. Hm. Aber schon merkwürdig. Ich meine, augenscheinlich kannten sich die beiden ja gar nicht. Aber das muss nichts heißen. Denn Verknüpfungen kann es im Prinzip am Ende immer noch geben. Also zurück zu Hermans Haus. Und untersuchen. Und uns fehlen ja auch immer noch zwei Schlüssel. Und der Fluch ist längst dabei zu gewinnen. Nein, auch Morris ist nicht der Mörder, den ich suche. Aber wenn er es nicht ist, wer dann? Es ist doch zum Verrücktwerden. Wer soll es denn noch sein? Es muss irgendwer sein, an den wir überhaupt nicht denken. Wer kann uns denn jetzt noch helfen? Vielleicht der Pater. Nee. Offenbar nicht. Wer kann es denn noch sein? Vielleicht können wir in den Pub gehen und dort nochmal irgendwelche Neuigkeiten aufschnappen. Guten Tag, Harry. Ja, guten Abend, würde ich sagen. Haben Sie das Wetter draußen gesehen? Es ist unheimlich dunkel. Ja, es ist sehr seltsam. Mehr als das. Ein solches Wetter bringt Unglück. Ich bin ein bisschen abergläubig, wissen Sie? Ja, ist mir aufgefallen. Aber genug vom Wetter. Hier im Pub ist es immer gemütlich. Darf ich Ihnen was anbieten, Mr. Samuel? Nein, danke. Ich wollte nur etwas fragen. Dachte ich mir doch. Nichts gegen Sie, aber Sie sind nicht gerade mein bester Kunde. Über den Pub? Warum sollten wir etwas über den Pub fragen? Der Pub ist menschenleer. Wo sind Sie alle, Harry? Bei dem lausigen Wetter heute sind Sie wahrscheinlich daheim geblieben. Überrascht mich gar nicht. Hier werden wir nichts erfahren. Vielleicht müssen wir mit Bates oder Victoria reden. Nein! Leute, wir haben den Schlüssel von Robert. Wir gehen in sein Zimmer. Roberts Arbeitszimmer. Mir ist, als würde er mich immer noch beobachten. Vielleicht tut er das ja auch, denn eine Sache müssen wir uns klar werden lassen. Die Haare, die schwarzen Haare, hätten auch vom echten Mörder dort platziert werden können in der Hand. Wobei, Robert ist ja auf jeden Fall tot. Die Leiche wurde gefunden. Roberts Medizindiplom. Genau 12? Funktioniert wahrscheinlich nicht. Wollte ich gerade sagen. Okay, hier soll man offenbar irgendein Rätsel lösen. Was ist das für ein Bild? Ein weiterer Schlüssel. Wer ist der Mann auf diesem Bild? Sein Gesicht habe ich noch nie gesehen.
Ich muss seinen Platz in der Vergangenheit finden und seinen Schlüssel bekommen. Können wir sein Bild irgendwie abzeichnen? Wer ist das? Und er hat einen Schlüssel mit einer gelben Perle. Hier haben wir einen kleinen Tisch. Ein Anatomiebuch. Anatomie. Pillen? Ein Medikament. Ich lasse lieber die Finger davon. Ja, wer weiß, was Robert damit angestellt hat. Sie lässt sich nicht öffnen. Sie lässt sich nicht öffnen. Vielleicht aber mit den Schlüsseln, die wir gefunden haben. Oh, okay. Haben wir schon abgegeben. Dann müssen wir hier wohl noch irgendwie einen Schlüssel finden. Warum hat er eigentlich so viele Waffen an den Wänden? Eine Studie des menschlichen Gehirns. Interessant. Wir haben ja auch ein Hirn auf Dr. Hermans Tisch gesehen. Er hat Robert wahrscheinlich bei seinen Studien geholfen. Robert hat dieses Buch aufgeschlagen. Jetzt wird er es nie mehr zu Ende lesen. Das wird er wohl nicht. Sie spendet ein seltsames, grünliches Licht. Was ist mit diesen Bücherschränken? Medizinische Literatur. Medizinbände. Es hat keinen Sinn, die alle durchzublättern. Die meisten davon sind lateinisch. Das war ein Jahr vor der Gründung des Schlosses. Das war ein Jahr vor der Gründung des Schlosses. Tausend? 220? Kommt das hin? Also M ist 1000, C ist C 200? Müsste es, glaube ich. Vielleicht 20 nach 12? Nein. Oder es ist 100. Dann wäre es so. Ja. 1120. Ein geheimer Bücherschrank. Robert hatte mehr Geheimnisse, als man vermutet hätte. Ja, durchaus. Und hier ist ein Tresor, ein Safe. Wie sollen wir denn jemals die Kombination dafür herausfinden? Es fehlt noch irgendwas. Irgendwas fehlt hier noch. Was ist denn mit diesen Lampen hier? Sie spendet. Kann man die drehen oder so? Nein, kann man nicht. Oh, das Sofa. Ich bin müde, aber ich kann mich jetzt nicht ausruhen. Wir müssen irgendwie hier an die Schubladen kommen. Darin war ein kleiner Schlüssel versteckt. Aha. Vielleicht hilft uns der hier. Das sieht aus wie ein Wertpapier. Hier ist sonst nichts. Nur Papiere und ein Buch. Was ist mit der unteren Schublade? Sophie, Roberts Frau. Sie hat ihn vor vielen Jahren verlassen. Na, wenn er so ein Arschloch war, wirklich, wie es scheinbar den Anschein macht, dann hätte ich ihn auch verlassen.
Okay, wir haben also ein Wertpapier, ja. Irgendein Wertpapier. Seltsam. Es steht nichts drauf. Vielleicht irgendeine Geheimschrift. Wahrscheinlich irgendeine Geheimschrift. Vielleicht mit der Tresor-Kombination, aber wie sollen wir das herausfinden? Vielleicht das Licht? Oh. 63081. 63081. Wir haben's. Das ist die richtige Kombination. Was verbirgt Robert in diesem Safe? Wahrscheinlich Untersuchungsergebnisse oder so? Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Irgendeine Chemikalie. Das steht fest. Auf den Etiketten steht ein Datum. Monat für Monat. Patron, ein Ring. Er ist bestimmt sehr alt. Brief. Lieber Samuel, es fällt nicht leicht, die passenden Worte zu finden für diese ersten Zeilen, die du hoffentlich... liest. Außerdem war es nicht leicht, deinen Aufenthaltsort zu ermitteln. Ich hoffe, dass mein Brief deine Hände so bald wie möglich erreichen wird. Denn viel Zeit bleibt nicht mehr übrig. Seit deinem Weggang habe ich meine ganze Kraft dazu aufgewendet, in endlosen Stunden der schlaflosen Nächte nach der Wahrheit über unsere Familie zu suchen. Ich spüre, dass ich nun kurz davor stehe, sie in allen Einzelheiten zu erfahren. Und ich mache mir Sorgen, dass ich vielleicht nicht die Kraft haben werde, alleine damit fertig zu werden. Daher wende ich mich an dich, Samuel. Denn ich weiß, dass du meiner Bitte nachkommen wirst. In diesem Umschlag findest du den Ring unseres uralten Erbes. Es ist sehr wichtig, dass du ihn immer bei dir trägst. Pass sehr gut darauf auf. Ich werde dir nach deinem Eintreffen alles Weitere erklären. Kehre bitte zu unserem Schloss zurück und hilf mir. Ich weiß, dass meine Zeit knapp wird. Ich spüre es. Ich habe Angst. William wusste etwas, aber jetzt werde ich nie mehr erfahren, was es war. Vielleicht hätte ich ihm helfen können, wenn ich den Brief rechtzeitig erhalten hätte. Ich hoffe, du schmorst in der Hölle. Kannst du mich hören, Robert? Robert hat den Brief einbehalten und ihn nicht abgeschickt. Aber warum? Kaliber 3,5 mm. Was hat er denn... Was zur Hölle hat er denn verheimlicht? Noch mehr Reagenzgläser mit dieser üblen Lösung. Gucken wir uns erstmal das Tagebuch an. Roberts Tagebuch. 2. Mai. Morgen werde ich Dr. Herman in der Leichenhalle besuchen. Wenn er das verstanden hat, was ich ihm in meinen Briefen geschrieben habe, dürfte es nicht sehr schwer sein, ihn zu überzeugen. Ich glaube, er ist der Richtige. 3. Mai. Der Besuch bei Herman hat meine Erwartungen erfüllt. Unser geheimes Abkommen wird weitere Fortschritte bei meiner Forschung erheblich erleichtern. Wie erwartet, war es nicht sehr schwer, ihn zur Mitarbeit zu überreden. Herman versteht, dass im Namen der Wissenschaft und der innovativen Forschung manchmal Opfer gebracht werden müssen. Er hat sich bereit erklärt, sich schon morgen um die erste Lieferung zu kümmern, was perfekt in meine Pläne passt. Wenn er nicht wäre, wüsste ich nicht, wie ich diese verdammten Leichen weiterhin loswerden würde. Ein paar Leichen spurlos verschwinden zu lassen, dürfte für einen Pathologen wie ihn kein Problem sein.
Jetzt kann ich endlich mit der Testreihe fortfahren. 8. Mai. Die bisherigen Tests haben nichts gebracht und mehrere Monate Arbeit haben sich als völlig umsonst herausgestellt. Wo um Himmels Willen habe ich einen Fehler gemacht? Wo? Ich habe alle Bestandteile 1000-mal durchberechnet und habe einfach keinen Schimmer, was daran falsch sein könnte. Langsam zermürbt es mich. Es dauert viel zu lange. Und mit jedem neuen Tag habe ich mehr Angst, dass die Sache auffliegen könnte. Es war ein Riesenglück, dass ich im richtigen Moment Herman zur Kooperation überreden konnte. Entweder ich muss die Zusammensetzung der Substanz verbessern oder die Dosis erhöhen. Sonst komme ich nicht weiter. Ja, das ist es. Die Zusammensetzung ist richtig. Ich muss nur die Dosis erhöhen. Ja, ich hätte schon früher damit anfangen sollen. Morgen werde ich die Konzentration um 100% erhöhen. 9. Mai. Ich habe die höhere Konzentration 2 Probanden verabreicht. Jetzt muss ich mehrere Tage warten, bevor ich präzise Messungen vornehmen kann. Wenigstens kann ich mich jetzt von den ganzen Berechnungen und Tests ausruhen. 12. Mai. Ich habe gedacht, dass ich in den nächsten Tagen keine Notizen machen müsste. Aber heute habe ich mit James gesprochen. Er hat sich anders als sonst benommen und von Sachen gesprochen, die nie ans Tageslicht kommen dürfen. Er weiß zu viel über meine Forschungsmethoden und könnte mich entlarven. Und noch schlimmer. Man würde ihm glauben. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Eingeschlossen in seiner Zelle versucht er, mich in die Ecke zu drängen. So eine Ironie. Nie zuvor habe ich Gewaltanwendung in Betracht gezogen. Aber er gefährdet meine Anstrengungen und alles, was ich bisher erreicht habe. 13. Mai. Die Situation ist offenbar schlimmer, als ich dachte. Die Oberschwester hat mit James gesprochen und nun schlug sie selbst vor, dass wir ihn vorläufig entlassen sollen. Es war nicht leicht, sie davon zu überzeugen, dass James wegen seines Leidens dort bleiben muss, wo er ist. Ich habe keine Ahnung, was er ihr erzählt hat, damit sie ihm glaubt. Aber ich befürchte, dass er ihr das nächste Mal alles sagen könnte. Das darf nicht geschehen. Er ist nicht der Idiot, für den ich ihn gehalten habe. Ich muss ihn irgendwie loswerden. 15. Mai. Alles, was ich früher einmal fest in der Hand hatte, droht jetzt wie ein Kartenhaus in sich zusammenzufallen. Erhöhte Dosen haben keine Wirkung. Ich habe alle Messungen 2-mal überprüft. Ich weiß nicht weiter. Die ganze Sache mit James droht aufzufliegen. Er darf niemals nach Black Mirror zurückkehren. Ich werde das tun, was getan werden muss. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, nur eine Lösung. Ich werde die Berechnungen über den Haufen werfen und die Konzentration des Wirkstoffes um weitere 100% erhöhen. Ich weiß, in wessen Venen ich diesmal das Serum injizieren werde. Herman hat also die ganze Zeit Roberts Experimente verschleiert. Die Leichen der Patienten endeten in seiner Leichenhalle und niemand erfuhr von ihrem Schicksal. Diese Männer waren einfach absolut krank und Robert hätte wohl James getötet. Er hätte es bewusst in Kauf genommen. Was ist mit dem Testament? Ich, William Gordon, vermache hiermit mein Hab und Gut William an folgende Gordon Personen. Vermache hiermit mein Hab und Gut an folgende Personen. Meiner lieben Victoria vermache ich mein persönliches Eigentum und den Schmuck und die Wertsachen der Familie, da sie ihr und ihren Erben rechtmäßig zustehen. Meinem Enkelsohn Samuel Gordon übertrage ich hiermit das Schloss Black Mirror mit allen dazugehörigen Ländereien. Ihm übertrage ich ebenfalls die Verwaltung unseres Familienwohnsitzes. Möge er sich wohl darum kümmern, da ich es nicht länger kann. Meinem geliebten Sohn James übertrage ich das Wohnrecht an seinem Geburtsort, so lange er wünscht, bis zu seinem Lebensende. Damit hoffe ich, es wenigstens teilweise wieder gut zu machen, dass du in völliger Einsamkeit hast leben müssen, mein lieber James. Und zuletzt, nach sorgfältiger Überlegung habe ich beschlossen, meinem erstgeborenen Sohn Robert das Recht auf das Eigentum unserer Familie zu verweigern. Er behält jedoch das Recht auf sein persönliches Eigentum und auf die Gegenstände, die er in unserem Familienwohnsitz genutzt hat. Ich weiß, dass dir die Gründe für meine Entscheidung wohl bekannt sind, Robert. In meinen Augen bist du nicht mehr würdig, den Namen Gordon zu tragen.
Diese Entscheidungen treffe ich aus freiem Willen und im besten Gewissen. William Gordon. Williams Testament sollte offenbar niemand sehen. Robert, jetzt wird mir klar, dass ich dich überhaupt nicht gekannt habe. Du Schwein. Das ist harter Tobak. Robert hat das Testament verschwinden lassen, aber das hätte William niemals zugelassen. Kann es also sein, dass Robert William getötet hat? Und dass er auch die meisten anderen Morde verübt hat und dann selbst getötet wurde? Von James? Also vielleicht doch. Aber das passt nicht mit den Haaren bei Dr. Herman zusammen. Wir müssen mit Victoria reden. Darf ich dich kurz sprechen, Victoria? Natürlich, Samuel. Wer ist der Mann auf dem Bild? Victoria, ich war in Roberts Arbeitszimmer und habe ein Bild von einem Mann gefunden, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Ist es jemand aus unserer Familie? Ein Bild? Du hättest das Zimmer nicht betreten sollen, Samuel. Robert lässt niemanden hinein, nicht einmal mich. Positive Antwort. Ich habe nur etwas gesucht, was uns helfen könnte, dahinter zu kommen, wo Robert ist. Seine Sachen sind alle da, wo sie vorher waren. Oh, gut. Er wäre sauer, wenn er erführe, dass du in seinem Arbeitszimmer warst. Er ist tot. Das Bild ist ein Porträt unseres Vorfahren, Lothar Gordon. Er war der Gründer des Sanatoriums, in dem Robert arbeitet. Und wann war das? Vor etwa 200 Jahren. Ich weiß es nicht genau. Also ist Ashbury schon seit langem ein Krankenhaus gewesen. Und wo wurde er beerdigt? Erzähl mir mehr über Lothar Gordon. Er war jahrelang Chefarzt in einer Klinik für Geisteskranke. Damals sprach man jedoch weder von Therapie noch von Medikation. Wenn er nicht krank geworden wäre, hätte er seine Arbeit wahrscheinlich fortgesetzt. Woran ist er erkrankt? Im Laufe der Zeit hat ihn dieser Ort völlig vereinnahmt. Alle diese kranken Geister, mit denen er Tag und Nacht verbrachte. Am Ende hatte er einen Zusammenbruch und wurde auch wahnsinnig. Er starb wie jene, denen er zu helfen versucht hatte. Ein wirklich trauriges Ende. Wenn das vor 200 Jahren war, dann war er vielleicht auch von dem Fluch erfüllt wie James. Nachdem Lothar starb, wo wurde er begraben? Wie ich sehe, willst du mein Gedächtnis prüfen? Soviel ich weiß, blieben seine Überreste dort, so wie er es gewünscht hatte. Man bestattete ihn in einem einfachen Grab hinter dem Sanatorium. Später wurde daraus ein Friedhof. Viele, die innerhalb der Mauern des Sanatoriums starben, fanden dort ihre letzte Ruhestätte. Was war das Ashbury-Gebäude, bevor es zum Sanatorium wurde? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe mich nie für diesen Ort interessiert. Warum fragst du nach so etwas, Samuel? Reine Neugierde. Es ist nicht wichtig. Ich glaube, einmal hat Robert erwähnt, dass es früher ein Krankenhaus für Cholera-Patienten war. Dieses Gebäude hat tatsächlich eine furchtbare Vergangenheit. Würdest du mich jetzt bitte entschuldigen, Samuel? Aber dann wissen wir jetzt, was wir tun müssen. Lothar Gordons Grab wird in Ashbury sein. Und damit auch der vierte Schlüssel.